kommen alle Naturkosmetik-Liebhaberinnen voll zum Zuge. Ich zeige euch nämlich, wie ich meine Haut mit bald 60 immer noch so fit halten kann, weil es gibt kein Wunder, man muss sie pflegen. Und das zeige ich euch heute Schritt für Schritt meine Routine. Vital Just Gesichtspflege hat ein neues Facelifting. Also schon farblich, das Altrosa finde ich irrsinnig schön. Und das Packaging ist aus recyceltem Kunststoff, finde ich auch super. Und die Rezeptur? Mehr Intensität, mehr Alpenrosen, mehr Edelweiss, das ist fantastisch. Und von wo kommt das? Natürlich Schweizer Anbau. Also was will man noch mehr? Die Rezeptur oder sagen wir, das Facelifting hat sich gelohnt. Nummer 1, Teil 1, Reinigung. Ganz, ganz wichtig. Und die muss intensiv sein. Und am allerliebsten mache ich es so, das Gesicht tue ich anfüchten mit Wasser und dann kommt mein Bürstchen, mein Wunderbürstchen im Einsatz. Mit dem tue ich nachher schön aufschäumen und das wunderbar auftragen. Gesichtsreinigung ist für mich auch wie den Alltag mal einfach abwaschen. Und für das braucht es auch ein bisschen Technik und das geht kreisförmig. Also man braucht, wie gesagt, erbsengrosse Menge, nicht zu viel, und das schön aufschäumen und dann immer von innen gegen aussen kreisförmig. Also wir tun weg mit dem Dreck, weg mit dem Alltag. Und vor allem aber auch, wenn ich schön intensiviere, die T-Zone, das sind dort, wo die Poren am gröbsten sind, dort tue ich intensivieren. Und dann nachher, du machst es so lange, wie du magst. Also für viele ist es, muss schnell sein. Für mich nehme ich mir Zeit. Und nachher tue ich das mit Pads schön abwaschen. Und das ist, es fühlt sich schon fantastisch an. Du kannst es auch brauchen für die Augen. Also es ist wirklich approved von Augennetz, dass auch das Augen-Make-up wegnehmen kannst. Und vor allem auch für sensible, trockene Haut, weil es hat Ölpflegeprodukte drin. Also von dem her kann das jede Frau super gut brauchen. Warum braucht es den Tonic? Lange eigentlich nicht den Cleanser. Die Tonik ist gerade das Pünktchen für mich. Er nimmt wirklich die letzte Unreinheit noch weg. Es tut die Haut balancieren. Wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist, tut es eben auch neutralisieren. Und vor allem, ich persönlich brauche es eben auch als Backup. Wenn ich nämlich keine Zeit habe, um das Cleansing vorher, nehme ich einfach nur den Tonik. Und das langt mir auf die Schnelle auch zum Hautreinigen. Was wichtig ist dabei, ist immer auch schön den Hals und vor allem nicht abspülen. Also Tonik. Mit zwei Pads hast du eigentlich schon vieles erreicht. Und noch ganz wichtig, eigentlich das Wichtigste, es duftet nach diesen Damaszenerrosen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Du willst eigentlich das einfach gar nicht vergessen, das drauf zu tun. Oder wie es gesagt, zu brauchen, egal ob du Make-up drauf hast oder nicht. Habt ihr gewusst, dass die Haut anders strukturiert ist ums Auge? Es hat nämlich keine Fettzellen darunter. Deshalb entstehen schneller auch ein bisschen Fältchen, Krähenfüßchen etc. Deshalb braucht es ein bisschen, nicht ein bisschen, aber es braucht einfach die Extrapflege rund ums Auge. Und mit der Eye Contour Care habe ich das eigentlich verhindere, indem ich es wirklich mit zwei verschiedenen Techniken appliziere. Die eine ist, wenn du wirklich starke Augenringe hast, tust du das anders applizieren, so wie eine Drainage. Du brauchst den Ringfinger und dann gehst du wirklich von innen gegen außen und dann tust du wirklich mit Druck, feinem Druck, gehst gegen oben, den Hals durch bis zur Schlüsselbein hinten. Also wirklich schön runterziehen und das machst du ein paar Mal. Und somit gibst du einen anderen Fluss. Wenn du aber keinen Augenring hast und mehr das Auge pflegen willst, dann machst du wie runde Bewegungen, dann fängst du von hinten an und gehst über und machst quasi den rund. Immer mit dem Zeigefinger, mit dem Ringfinger schön, das ist super mit dem Ringfinger, schön applizieren und das ein paar Mal machen. Und ich sage euch, das hilft extrem. Und das gilt nicht nur für die Damen, sondern die Haut ist genau gleich auch für die Herren. Also optimal ist die Kanüle. Du kannst wirklich schön gezielt die applizieren. Ich mache das mit so den 5 Punkten. Und ich empfehle, die Creme im Kühlschrank aufzubewahren für den extra frischen Kick. Vor der Pflege ist ein Must der Serum. Das ist einfach, das gibt der Haut den richtigen Glow und tut Kollagen nochmal neu bilden. Besser gesagt, wieder bilden, weil das geht ja alles weg mit dem Alter. Und Serum tut man nicht einfach schmieren. Sondern man tut es applizieren. Das heisst, ich gebe 2 Pumpen auf die Hände, dann tue ich das schön einmassieren und dann bringe ich das ins Gesicht. Ihr müsst das ein bisschen wie ein Ritual müsst ihr das machen, weil der Duft, der euch entgegenkommt, das ist unfassbar. Das ist schon mal gut auch für die Psyche. Drauf tun, einatmen und dann richtig schön applizieren, so mit einer Presse. So richtig schön reinpressen.
Technik runtergehen, den Hals schön durch bis zum Schlüsselbein hindern und auch noch das einfach nicht, sondern kommt nachher schön kreisen, vorher wirklich drauf und dann einfach stehen lassen. So, und jetzt kann man schön eingremeln mit der 24-Stunden-Creme, die perfekt ist, weil die ist vor allem ich, wo viel unterwegs bin, wunderbar, da muss ich nicht zwei Cremen mitnehmen, all in one, also 24 Hours, die tue ich wirklich schön meine Haut verwöhnen, indem ich sie richtig von unten gegen oben kreisförmig verwöhne. Also applizieren. Schön von unten gegen oben kreisförmig, immer. Und vor allem den Hals gegen Schwerkraft, meine Damen und Herren, gegen oben arbeiten und wieder die Haut schön in Schwung bringen. 24 Stunden lang. Natürlich gibt es für jeden Hauttyp verschiedene Alternativen von Pflege. Und die eine ist das Hydrogel. Ich finde das sensationell. Und zwar sind wir ja, die ganze Zeit vor dem Handy, vor dem PC. Das Blaulicht schädigt eben die Haut auch. Und der Hydrogel ist perfekt. Er schützt gegen das Blaulicht. Es ist sehr leicht bei den Herren. Es ist mattierend. Also es tut nicht glänzen. Vor allem die, die sich nicht nur nachher schminken wollen, ist es natürlich optimal nach dem Serum oder nach dem Cleansing. Brauchst du den Hydrogel. Ja, das ist so mit der Haut. Die Haut hat kein Alter, wo du sagst, ich bin jetzt 60 und meine Haut sieht dementsprechend aus. Du kannst auch mit 50 oder mit 40 kann deine Haut einen anderen Zustand haben. Also man muss immer den Zustand anschauen und dementsprechend das pflegen. Was wichtig dabei ist, ist wirklich bei der Tagescreme, dass man einen Sonnenschutzfaktor drin hat. Und das ist bei der Tagescreme der Fall. Just D-Cream hat 15 Sonnenschutzfaktor drin und das finde ich sehr, sehr wichtig. Farblich perfekt adaptiert am neuen Packaging ist der Beauty Set oder Beauty Case. Der hat wunderbar Platz drin, um alle Produkte drin zu tun. Das ist eine limitierte Ausgabe, also es hat noch so viel es hat. Speziell inklusive die Grösse Day & Night Cream, das ist 30 ml, die auch limitiert ist. Also first come, first serve. Das ist meine Gesichtsroutine. Vielleicht könnt ihr auch das eine oder andere mitnehmen und umsetzen. Die tollen Produkte findet ihr natürlich unter www.just.ch im direkten Link. Und ja, ich kann einfach nur sagen, es lohnt sich cremeln oder zu pflegen oder ja, einfach sich gut zu tun. Und wir haben unsere Haut schön aufpemperlet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und klar, es gibt von mir immer noch andere Beiträge, Mode, Food etc. Das könnt ihr natürlich auf diese Seite anschauen. Und für die, die neu reinschauen und finden, was Rosi erzählt, ja, das gefällt mir, dann könnt ihr mich abonnieren. Und zwar auf die andere Seite. Ich habe auf jeden Fall immer Freude. Danke euch viel, viel mal und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.